Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 78 Tabula Rasa Zweiter Teil. Im Gegenteil zu Susan hatte sich Hermines Magen auf ganz natürliche Weise entleert. Das Unwohlsein, Snape bald gegenüberzutreten, hatte sie so aufgewühlt, dass sie starke Bauchschmerzen bekommen hatte. Doch jetzt ging es ihr wieder gut und sie hatte großen Hunger. Doch sie frühstückte nicht, weil sie befürchtete, die Toilette danach nochmals aufsuchen zu müssen. Mit zittrigen Händen warf sie ihre Jacke über den Arm und danach ihre große Tasche über die Schulter, bevor sie zu Harry blickte und mit angespannter Stimme sagte: Na dann wage ich mich mal in die Höhle des Löwen, richtig? Harry verneinte und sagte: Wohl eher in die Schlangengrube. Er sprach ihr Mut zu, bevor sie sein Wohnzimmer verließ, um in die Kerker zu gehen. Das Formblatt vom Ministerium zitterte in seiner Hand. Heute würde Severus seiner Schülerin ganz offiziell den Vertrag vorlegen, damit sie Anfang nächsten Monats ab dem 1. Oktober offiziell seine Schülerin sein würde. Sie benötigte diesen Vertrag, damit sie nach ihrer Ausbildung bei ihm entsprechend beim Ministerium ihre Prüfung ablegen konnte. Er hatte sich im Vorfeld informiert, aber zurückdatieren auf den 1. August durfte er den Vertrag nicht, weil Miss Granger bis Ende September noch offiziell beim St. Mungus beschäftigt war. Sie hatte, wie sie es ihm Anfang letzten Monats erzählt hatte, ihren gesamten Resturlaub für die beiden Monate genommen, war aber schon während ihres Urlaubs täglich bei ihm gewesen. Er hatte bereits alles auf dem Formular ausgefüllt und es würde nur noch ihre Unterschrift fehlen. Doch die zu bekommen, so glaubte er, wäre heute wohl das schwierigste Unterfangen. Würde sie überhaupt noch unterzeichnen? Er hoffte, dass sie ihm verzeihen würde. Am liebsten wäre es ihm, wenn sie den Vorfall überhaupt nicht ansprechen würde und er nicht in die Verlegenheit käme, nach Gründen suchen zu müssen. Es war schon unangenehm genug gewesen, von Harry dabei entdeckt zu werden, heimlich hinter Miss Granger zu stehen und sie anzustarren, ohne eine Erklärung dafür abliefern zu können. Als es an die Tür klopfte, holte er erschrocken Luft, bevor er hinüberging, um ihr zu öffnen. Da stand sie, mit dem gleichen bösen Blick, mit dem sie ihn vorhin schon betrachtet hatte. »Treten Sie doch bitte ein, Miss Granger«, sagte er äußerst zuvorkommend und er hoffte, dass sie seine Nettigkeit bemerken würde. Wie jeden Morgen stellte sie ihre Habseligkeiten auf dem Stuhl ab, den er zuvor wie üblich einige Zentimeter vom Tisch gezogen hatte, damit die dicke Tasche dort Platz finden würde. »Möchten Sie einen Tee oder etwas Kaffee?«, fragte er höflich. »Tee«, war ihre knappe Antwort. Severus ließ von einem Hauselfen Tee bringen und achtete darauf, eine Sorte zu wählen, die beruhigende Eigenschaften besaß, denn in seinen Augen wirkte Miss Granger so, als benötigte sie etwas, um sich zu entspannen. Sein Blick fiel auf den Vertrag, den er ihr heute zur Unterschrift geben wollte, und er fragte sich, wie er das bewerkstelligen sollte. Wäre es klug, erst gewisse Differenzen zu bereinigen, bevor er ihr ihn zum Unterzeichnen reichte? Oder wäre es angemessener, ihr vielleicht kommentarlos den Vertrag auf den Tisch zu legen? Einfach halshalber wählte er die zweite Option. An ihrem Tee schlürfend beobachtete Hermine, wie Professor Snape zu seinem Arbeitstisch ging und ein Pergament in die Hand nahm, mit welchem er zu ihr hinüberkam. Er legte es ihr vor die Nase und sagte dann mit leiser Stimme, in der ein wenig Unsicherheit mitschwang:
Das Zurückdatieren war aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich, weil sie zurzeit noch laut Vertrag im St. Mungos beschäftigt sind. Den August, den wir bereits zusammengearbeitet haben, werde ich Ihnen aus eigener Tasche vergüten, damit Ihnen kein Nachteil entsteht. Mit dem September werde ich das genauso handhaben, so dass Sie offiziell am 1. Oktober hier anfangen können. Oh nein, dachte Hermine. Mit einer Tasse Tee und 2 Monaten Vergütung ist die Spionageangelegenheit noch lange nicht aus der Welt. Trotzdem nahm sie den Vertrag in die Hand, um ihn zu lesen. Doch sie stutzte bereits bei der Überschrift. Formula A war die älteste Vertragsform, die es in dieser Hinsicht gab und die ihr als Schülerin jede Menge Vorteile verschaffen würde. Denn ihr Meister müsste für die ersten 3 Jahre finanziell voll und ganz für sie aufkommen. Sie bekäme zudem alle Arbeitsmittel von ihm gestellt. Das gängige Vertragsmodell war heutzutage schon Formular H und stellte die bisher letzte Vertragsvorlage dar, die vom Ministerium abgesegnet worden war. Alle Vertragsformen zwischen A und H hatten mit den Jahren immer weniger Annehmlichkeiten für die Schüler und immer mehr Vorteile für die Meister mit sich gebracht. Die letzte Vertragsform beinhaltete nicht einmal mehr eine Vergütung für den Schüler. So wollte er ihr die Sache also schmackhaft machen oder sich sogar wortlos damit bei ihr entschuldigen, dachte Hermine. Aber selbst mit so einem Vorteil würde sie nicht zufrieden sein, wenn das bedeuten würde, dass er ihr noch immer hinterherschleichen würde. Den Vertrag legte sie auf den Tisch, bevor sie ihre Arme vor der Brust verschränkte und den Professor vorwurfsvoll anblickte. Nachdem sie seine Aufmerksamkeit erlangt hatte, sagte sie trocken: Es gibt da zu viele Dinge, die zwischen uns stehen und die mich daran hindern, das wirklich zu unterschreiben. Innerlich fluchte Severus. Denn er wusste, dass er zu weit gegangen war und er sie mit seinem Handeln vertrieben hatte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu seufzen. Doch den Mund bekam er nicht auf. Er nahm all seinen Mut zusammen, um ihr zumindest in die Augen sehen zu können. Hermine beobachtete ihn und seine Reaktion, die über einen Seufzer und etwas Augenkontakt nicht hinausging. Noch vor ihrer Ausbildung im St. Mungus wollte sie ihren Meister bei Barnaby Belby machen, doch der hatte aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt. Jetzt wollte sie zwar ihren Meister bei Snape machen, weil er einer der Besten war, aber unter diesen Umständen und mit so viel Misstrauen konnte es die nächsten 3 Jahre nicht gut gehen. Sie war jedoch auch nicht gewillt, ihm so einfach zu verzeihen. Sie musste bestimmte Dinge geklärt wissen. In ihren Gedanken blitzten immer wieder die Momente von ihrer Unterhaltung mit Harry und Ron auf und auch Ereignisse, die mit Snape zu tun hatten. Möglicherweise verhielt er sich nur deshalb so, weil er sich in die Enge getrieben fühlte. Harry und sie hatten ja bereits festgestellt, dass Snape in die Offensive ging, je mehr man sich ihm näherte. Während der ganzen Erinnerungen, die in ihr hochkamen, beruhigte sie sich wieder, doch noch immer war ihr nach einem klärenden Gespräch. Da er sich bisher nicht zu ihren Bedenken geäußert hatte, nahm sie die Sache selbst in die Hand. Was hatte sie schon zu verlieren? Nach einem weiteren Schluck Tee stand Hermine unter seinen wachen Augen auf und ging 2 Schritte hinüber zu ihrer Tasche, deren Inhalt sie unverhofft auf dem breiten Arbeitstisch auskippte. In einem beängstigend ruhigen Tonfall fragte sie ihn: Kleine Taschenkontrolle gefällig? Snape war wie versteinert und so perplex, dass er nicht antworten konnte, so dass sie die Zeit nutzte, um in ihren Sachen zu kramen. Wo Sie mich doch eh schon auf Schritt und Tritt verfolgen, kann ich Ihnen die Arbeit auch ein wenig erleichtern, oder? Fragte sie mit erstaunlich milder Stimme, die überhaupt nicht zur Situation passte. Severus war sprachlos, als seine Schülerin ihn so überrumpelte. Er konnte ihr lediglich zuhören, als sie verschiedene Dinge, die nun auf dem Tisch lagen, nacheinander in die Hand nahm und dazu erklärte.
Das hier ist eines meiner Notizbücher. Das ist voll mit skurrilen Ideen, die sich wahrscheinlich eh nie verwirklichen lassen. Seda warf es ihm locker zu, sodass es auf dem Tisch direkt vor ihm landete und sie erlaubte. Sie können ruhig reinschauen. Sie griff nach etwas anderem, hielt es in den Händen und sagte mit geruhsamer Stimme. Das sind Hygieneartikel für Damen. Wenn Sie wissen möchten, wozu die gut sind, dann empfehle ich Ihnen das Buch Muggellösungen für die moderne Hexe. Sie griff nach einem kleinen Notizbuch und schob es ihrem Professor auf der Tischplatte hinüber, dieses Mal mit den Worten. Da sind alle Adressen von Bekannten und Verwandten drin. Nur falls Sie eventuell mit dem Gedanken spielen sollten, meinen Freundeskreis über mich auszuhorchen. Dass sie sarkastisch geworden war, aber trotzdem auf so ruhige Art und Weise sprach, war Severus nicht entgangen. Doch noch immer war er wie paralysiert. So eine Situation hatte er noch nie in seinem Leben erlebt. Und er wusste nicht, ob es für ihn von Vorteil wäre, Miss Granger zu unterbrechen. Möglicherweise würde sie dann aus der Haut fahren, also ließ er sie gewähren. Mit je einer Hand griff sie zwei kleine Dosen und nachdem sie die erste geschüttelt hatte, erklärte sie mit einem Schmunzeln. Das sind Tic-Tacs, kennen Sie wahrscheinlich gar nicht. Wollen Sie einen? Sie warf ihm die orangefarbene, viereckige Dose mit dem weißen Deckel entgegen, bevor sie die zweite Dose schüttelte. Das Geräusch war ähnlich, doch hier offenbarte sie. Verhütungsmittel. Allerdings ist das Verfallsdatum abgelaufen. Können Sie vielleicht trotzdem noch in Ihren Tränken gebrauchen? Jetzt war ihr Humor noch viel bissiger geworden. Obwohl er so ein Verhalten von keinem seiner Schüler billigen würde, wartete er geduldig ab. Denn bisher war sie ruhig geblieben, was ihn vermuten ließ, dass sich lediglich die angestaute Aggression bei ihr auf diese Weise zu entladen versuchte. Diese schmerzlose Aggressionsbewältigung wollte er nicht unterbrechen. Ah, das hier ist das Notizbuch, in die nur alle brauchbaren Ideen reinkommen. Da sollten Sie wirklich mal einen Blick reinwerfen, aber keine Ideen klauen. Sagte sie gequält lächelnd, während sie das Notizbuch über den Tisch zu ihm hinübergleiten ließ. Miss Granger? Sagte er innehaltend, weil sie beide Hände nach oben hielt und verlangte, dass er den Mund halten sollte, war es auch das, was er tat. Professor Snape, ich möchte Ihnen damit verinnerlichen, dass ich keine Geheimnisse vor Ihnen habe. Jede Frau wird Ihnen sicherlich bestätigen, dass der Inhalt einer Handtasche nicht für jedermanns Augen bestimmt ist. Und wo ich gerade schon Tacheles rede, als Quirrell damals Harrys Besen während des Quidditch-Spiels verhext hat, Sie wissen, da stand doch plötzlich Ihr Umhang in Flammen. Ihr Professor erinnerte sich und nickte scheu, sodass sie erklärte. Das war ich. Wie bitte? Fragte er nicht erbost, sondern eher ungläubig. Sie ging auf seine Nachfrage gar nicht ein, denn sie wollte momentan nur Fakten nennen und reinen Tisch machen. Und als Ron, Harry und ich den Stein der Weisen retten wollten, da habe ich ihr Flaschenrätsel gelöst. War übrigens eine hübsche Denkaufgabe. Sagte sie mit ehrlichem Respekt in der Stimme. Snape nickte und bestätigte mit etwas Unwohlsein, weil er der Situation nicht traute. Ja, davon hat mir Professor McGonagall berichtet. Und Mr. Weasley hatte wohl ihr Schachbrett völlig auseinandergenommen, wenn ich mich recht entsinne. Dieses Mal nickte sie bestätigend, bevor er noch unsicher fragte. Haben Sie zum trimagischen Turnier auch das Dianthuskraut entwendet? Oh nein, das war ich nicht, das schwöre ich. Erwiderte sie sehr überzeugend. Aber sie sagte nicht, dass Dobby es gewesen war. Er nickte lediglich und ließ die ganzen Informationen auch noch ein wenig sacken, bevor sie plötzlich anfügte. Aber ich habe ihre Baumschlangenhaut stibitzt. Ich habe überhaupt gar keine Baumschlangenhaut in meinem persönlichen Vorrat, Miss Granger. Entgegnete er ihr mit leiser Stimme. Sie fühlte sich genötigt zu erklären. Oh, nicht in den letzten Wochen, Professor. Liegt schon eine Weile zurück. Das war in der 2. Klasse. Hermine bemerkte, wie aufgrund dieser Neuigkeit sich seine Augen zu kleinen Schlitzen formten
und der jetzt wirklich ein wenig sauer schien. Damit er alles Notwendige erfahren würde, sagte sie noch: Ich habe damit auf einer Mädchentoilette zum ersten Mal Vielsafttrank gebraut. Mit Genugtuung beobachtete sie, wie dem Professor die Gesichtszüge entgleisten. Unglauben wurde durch Skepsis ersetzt, bevor er fragte: Sie wollen mir weismachen, dass Sie mit nur 12 Jahren Vielsafttrank gebraut haben? Schulterzuckend antwortete sie: Naja, ich war schon 13. Ich habe ja immer gleich im ersten Monat eines neuen Schuljahres Geburtstag gehabt. Am 19. September. Er grübelte einen Moment und fragte dann: War der Vielsafttrank der Grund für Ihr, sagen wir, etwas sanftmütiges Erscheinungsbild? Er erinnerte sich daran, dass Miss Granger mit einem Katzenkopf im Krankenflügel gelegen hatte. Aber Poppy hatte immer dicht gehalten, um ihre Schützlinge nicht in eine noch peinlichere Situation zu bringen, weswegen er von ihr nie die Ursache für diese Verwandlung erfahren hatte. Damals hatte er gedacht, Miss Granger wäre lediglich von einem neuen Scherzfluch getroffen worden. Sich rechtfertigend erklärte sie: Das war mein Fehler mit der letzten Zutat. Ich habe die gesammelten Haare nicht überprüft. Sonst wäre mir aufgefallen, dass es Katzenhaare sind. Bei Ron und Harry hat der Trank aber einwandfrei funktioniert. Mr. Weasley und Harry haben einen komplizierten Trank getestet, den sie mit nur 13 Jahren zum allerersten Mal gebraut haben? Fragte er verdattert. Gleich darauf fügte er an: Die beiden waren wohl noch naiver, als ich dachte. Oh nein, Professor. Die beiden haben mir nur vertraut. Verdeutlichte sie ihm mit etwas Wehmut in der Stimme, weil er dieses Vertrauen versagte. Das hat gesessen, dachte Hermine, denn Snape senkte beschämt das Haupt. Nach einer ganzen Weile näherte sich der Professor und schenkte ihr ungefragt noch eine Tasse von dem Tee ein, bevor er sich über Eck zu ihr an den Tisch setzte, mit 2 langen Fingern den Vertrag unmerklich hin und her schob und bedrückt fragte: Sind Sie mit dem Vertrag nicht einverstanden? Wir können auch einen anderen. Mit dem Vertrag ist alles in Ordnung. Was mir jedoch zu denken gibt, ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Er blickte auf, doch sie redete sofort weiter. Misstrauen ist keine Basis für eine gute und effektive Partnerschaft. Severus war in sich gegangen. Er musste etwas tun, um Miss Granger zu überzeugen, dass er ihr vertraute. Wenn er ihre Schülerschaft bei ihm nicht in den Wind schießen wollte, denn er vertraute ihr und er wollte sie bei sich haben. Nach einem fast unhörbaren Seufzer erklärte er kleinlaut: Ich möchte mich für mein Benehmen Sie unterbrach ihn und sagte mit noch immer sehr ruhiger Stimme: Nein, Professor. Tut mir wirklich leid, aber mit einer Entschuldigung ist diese Sache nicht abgetan. Mit zusammengekniffenen Lippen erhob er sich von dem Stuhl und wandte sich von ihr ab. Es war eindeutig, dass mit diese Sache seine Observierung gemeint war. Es war ihm peinlich. Hätte Harry ihr doch nur nichts erzählt. Denn dann würde er jetzt nicht nach Worten ringen und nach Erklärungen suchen müssen. Miss Granger würde nicht unterschreiben, wenn er ihr nicht versichern könnte, dass seinerseits durchaus Vertrauen vorhanden war. Jemandem Vertrauen zu schenken, beinhaltete auch, sehr persönliche Dinge von sich preiszugeben, wie die Dinge, die Miss Granger in ihrer Tasche mit sich herumtrug, oder das, was sie ihm alles gebeichtet hatte. Er besaß nichts Persönliches, was er ihr hätte zeigen können, bis auf einige Erinnerungen, die in seinem Denkarium schwammen. Doch dazu war er noch nicht bereit. Würde sie nicht längst wissen, dass er ein Todesser war, würde er ihr das dunkle Mal auf seinem linken Arm zeigen. Denn das hatte er, bis auf Albus, niemals jemandem freiwillig offenbart. Ihr hätte er sich anvertraut, aber da sie es wusste, würde es keinen Effekt haben. Etwas Persönliches, um ihr mein Vertrauen zu beweisen, grübelte er. Er hatte nur eine Sache und seine Gedanken drehten sich immer und immer wieder
nur um diese eine Sache. Doch war er dazu bereit, ihr seinen Traum vorzulegen? Das war das einzige Private, was in Frage kommen würde. Er müsste ihr jedoch klar machen, dass sie, wenn er ihr die Pergamentrollen geben sollte, niemals ein Wort darüber verlieren durfte. Damit könnte sie im Gegenzug beweisen, dass sie ebenfalls vertrauenswürdig war. Es wäre eine Sache nur zwischen ihr und ihm. Und damit könnte er leben. Miss Granger? Fragte er, nachdem er sich umgedreht hatte. Als er sich ihrer Aufmerksamkeit sicher war, fragte er mit unsicherer Stimme. Würden Sie mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Hermine war weniger erfreut darüber, dass sie ihm einen Gefallen tun sollte. Doch sie wollte erst wissen, um was es sich handelte, sodass sie antwortete. Kommt drauf an, was soll ich denn für Sie machen? Sie beobachtete, wie er zu dem Geheimversteck an der Wand ging, von dem sie wusste, dass dort einst die Pergamentrollen untergebracht waren. Ihr Herz rutschte in die Hose. Sollte er ihr wirklich diesen seltsamen Traum zeigen, von dem Harry erzählt hatte? Eben diese Rollen, die seinen Traum enthielten, wovon sie offiziell natürlich nichts wusste, entnahm er dem steinernen Fach und er kam mit ihnen in der Hand auf sie zu. Miss Granger, das hier? Er hob kurz die Hand mit den beiden Pergamentrollen. Ist das Persönlichste, das sich in meinem Besitz befindet. Ich vertraue es Ihnen mit der Bitte an, es für mich zu entschlüsseln. Aber ich verlange von Ihnen im Gegenzug, dass Sie mit niemandem darüber reden, auch nicht mit Mr. Weasley oder Harry, denn sonst würden Sie mein Vertrauen in Sie zunichte machen. Am Ende klang er fast drohend und daher wusste sie, dass es ihm ernst war. Sie konnte gar nicht glauben, dass er ihr jetzt tatsächlich den Traum anvertraute, für dessen Schutz er zuvor noch so übervorsichtig gehandelt hatte. Sie riss sich zusammen, nahm die Pergamente entgegen und entrollte sie, bevor sie sagte: Da steht nichts drauf. Snape nahm seinen Zauberstab zur Hand, doch bevor er die Schutzzauber entfernte, sagte er noch: Ich möchte auch nicht, dass Sie mit mir darüber reden. Aber wenn Fragen aufkommen? Er unterbrach und erklärte: Sie haben doch sonst auch immer so ausführliche Essays geschrieben. Schreiben Sie die Deutung in Form eines Aufsatzes. Ich möchte mit Ihnen keine Unterhaltung über das Thema, welches in den Pergamenten enthalten ist, führen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Sie nickte, bevor er letztlich die vier Schutzzauber entfernte. Ein kurzer Blick auf die enge, winzige Schrift und sie fragte sofort: Was ist das? Haben Sie nicht verstanden, dass ich nicht darüber... Sie beruhigte ihn mit einer erhobenen Hand, bevor sie sagte: Ich will ja nur wissen, um was es sich circa handelt, denn wie sonst soll ich wissen, wie ich mit dem Entschlüsseln beginnen soll? Kurz und knapp, weil es ihr genügen müsste, antwortete er: Ein Traum. Natürlich wusste sie schon im Groben, um was es sich im Inhaltlichen drehte, doch sie durfte das ihm gegenüber natürlich nicht zum Ausdruck bringen. Sie nickte ihm zu und zog dann ihren Zauberstab, um zunächst alle Gegenstände, die auf dem Tisch lagen, wieder in ihre Tasche zu befördern, bevor sie die Pergamentrolle verstaute. Mit einem Schimmer Hoffnung fragte er: Miss Granger, möchten Sie den Vertrag unterzeichnen? Sie hob lediglich eine Augenbraue und stellte die Gegenfrage: Muss ich sofort? Er war sichtlich enttäuscht, schüttelte jedoch den Kopf. Möchten Sie, dass ich mich gleich dahinter klemme? Fragte sie noch den Traum betreffend. Genervt atmete er hörbar ein und aus, doch er nickte. Gut, ich bin dann in der Bibliothek, wenn Sie gestatten. Wieder folgte ein Kopfnicken als Antwort, sodass sie sich auf den Weg in die Bibliothek machte. Sie wollte sich so schnell wie möglich daran setzen, den Traum zu deuten. Nach einer Viertelstunde kam Miss Granger aufgebracht atmend zu ihm zurück und er befürchtete schon, sie würde seinen Traum gegen seinen Willen ausdiskutieren wollen,
Doch er irrte sich, denn sie fragte unverhofft: Wo ist der Vertrag? Er reichte ihr den Vertrag, den sie ohne Umschweife unterschrieb, indem sie ihm einfach seine Feder aus der Hand nahm. Gleich darauf forderte sie, während sie ihm seine Schreibfeder entgegenhielt: Ich brauche eine schriftliche Bestätigung, dass ich ihre Meisterschülerin bin. Wieso das denn? Fragte er verdutzt, als er die Feder wieder an sich nahm. Sie rollte mit den Augen und erklärte genervt: Madame Pinz ist wieder da und sie lässt mich nicht in die Bibliothek, weil ich keine Schülerin mehr bin und ich keinen schriftlichen Nachweis habe. Er machte ein schnaufendes Geräusch, das seine stille Empörung über Madame Pinzes Verhalten kommentierte. Doch er verfasste sofort ein Schreiben, mit welchem er ihre Schülerschaft bestätigte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.